Die Motorsport-Arena Oschersleben, der zweite von insgesamt 8 IDM-Läufen, und damit herzlich willkommen zum Video über die IDM Supersport aus Sicht des Vector Racing Teams. Hier haben wir nochmal die Strecke, also wir haben gesehen, Oschersleben, das ist diese zweite Saisonstation, und wir schauen mal auf die Streckendaten. 3,667 Kilometer lang, 14 Kurven, 7 mal links, 7 mal rechts, maximal 23 Meter Höhenunterschied, 20 Runden sind zu absolvieren, 73 Kilometer rund die Renndistanz hier in Oschersleben. Und es war ein wirklich richtig schwieriges Wochenende. Also es ist nicht unbedingt ein Wochenende gewesen, was jedem absolut positiv in Erinnerung bleibt. Aber dazu jetzt im Laufe des Videos hier ausführlich mehr. Und wir sehen hier erstmal das neue Maskottchen. Und Achtung, das ist ein Rennstrauß. Komischer Zufall, aber ist so. Hier haben wir Michael Ferger und Thomas Kubiak, also die beiden Chefmechaniker. Und es gab am Wochenende eine Menge zu tun. Das ist das Motorrad, zumindest das, was übrig geblieben ist von ihm hier, von Konstantin Pisarev. Nach zwei Trainingsstürzen wurde nämlich entschieden, dass das Rennwochenende für Konstantin Pisarev vorerst mal beendet ist. Also er nicht am Start, weder im zweiten Qualifikationstraining noch in beiden Rennen. Das war hier unter anderem der Grund dafür. Also es gab wirklich Stürze en masse, und es hat nicht nur Konstantin Pisarev oder auch Jaroslav Černý getroffen, sondern eigentlich nahezu fast jeden irgendwann mal an diesem IDM-Wochenende. So, jetzt schauen wir allerdings mal auf die Rennen. Also die Vorbereitungen laufen, und das wollen wir einfach ein bisschen mitnehmen. Hier haben wir Mitch, also den Mechaniker von Konstantin Pisarev. Er kümmert sich jetzt also auch an diesem Wochenende mit um das Motorrad von Thomas Heldobler. Hier haben wir Jewgeni Sokolowski. Er ist da trotzdem noch bester Laune, obwohl dieses Wochenende, wie gesagt, bisher schwierig war. Thomas Heldobler, er sozusagen jetzt der einzige Fahrer im Team Vector 24/7 GP an diesem Wochenende. Aber wie gesagt, bis zum Nürburgring soll sich das alles ändern. Hier haben wir sein Einsatzmotorrad. Ich weiß, es fällt schwer, aufs Motorrad zu schauen, aber so sah das Ganze aus, und man wollte lieber drinnen bleiben, denn Sie sehen, es war nass. Jaroslav Černý, die Nummer 1 im Team Vector Billy KM. Er hat hier auch ebenfalls ein schwieriges Wochenende verlebt. Werden wir allerdings im Laufe der Zusammenfassung noch näher drauf eingehen. Zwei Trainingsstürze in beiden Qualifikationstrainingssitzungen gestürzt. Und ja, am Ende war es auch nicht unbedingt der Startplatz, den er sich erhofft hatte. Nach dem ersten Zeittraining da nur auf Rang 23, konnte nämlich nur zwei gezeitete Runden fahren. Und in der Startaufstellung, wir sehen es, auf Position 12. Und damit gehen wir mal rein, so langsam aber sicher in den Regen von Oschersleben. Der Freitag war richtig schön, und dafür war der Samstag eigentlich nur zum Vergessen. Also zumindest wettertechnisch gesehen. Alles andere war ja trotzdem ganz schick. So, hier haben wir es. Also Konstantin Pisarev im Gespräch mit Andrei Gavrilov und Jewgeni Sokolowski. Also da ist alles in bester Ordnung. Man hat da sich ja sozusagen im Guten getrennt. Also da ist nichts Böses hängen geblieben. Es war halt einfach nur die Entscheidung, die folgerichtig war. So, jetzt gehen wir rein in die Startaufstellung. Jesko Günther im Training, im Regen, auf die 1 gefahren. 1,44,863 seine Zeit in diesem Qualifikationstraining. Und damit die Pole Position vor David Lehnordner vom Garin SKM Racing Team. 0,386 Sekunden sein Rückstand hier also im Zeittraining. Es waren in beiden Zeittrainings schwierige Bedingungen, und von daher, ja, war es auch ein kleines bisschen ein Glücksspiel. Jos van der A mit der 53. 1,45,340, 0,477 Sekunden zurück. Und hier haben wir Tatu Lausleto auf Position 4. Also der Finne, der ja zum Saisonauftakt durchaus überzeugen konnte. Und er ist halt auch ein ganz konstanter Fahrer, kommt häufig an oder fast immer an und sammelt fleißig Punkte. Roman Stamm auf der nächsten Suzuki auf Position 5, 1,409 Sekunden, allerdings schon sein Rückstand. Und Randy Harmuth auf Position 6 vom Race Point Berlin, 1,602 Sekunden zurück. Also daran sieht man schon, wie schwierig das hier am Wochenende und gerade am Samstag alles war. Denn sonst sind die Zeitunterschiede in der IDM Supersport natürlich nicht so groß. Kevin war vom ERC DMV Romero Team 1,717 Sekunden zurück auf Position 8 in der Startaufstellung. Dazwischen war noch Kevin Boos auf Position 7. Und hier sind wir bei Jaroslav Černý, Sven Nikela und Thomas Kubiak. Hier
in seiner Nähe, direkt vor dem Start. Und ja, da kam auch nochmal die Ansage. Denkt dran, schön pushen von Thomas Kubiak in Richtung Jaroslav Černý. Also Jaroslav Černý, Startposition 12, 1,46,770, 1,907 Sekunden zurück im Qualifikationstraining. Also er hat da ein bisschen Arbeit vor sich, aber wichtig natürlich bei diesen Bedingungen erstmal, dass man sitzen bleibt. Jan Bühn, er ebenfalls mit dem schwierigen Wochenende nach dem guten Auftakt am Eurospeedway Lausitz, Rang 14 für ihn, 2,697 Sekunden zurück. Daniel Puffer haben wir dann noch gesehen auf Position 15, Thomas Walter auf der 17. Position, also auch für ihn war es nicht unbedingt ganz erfolgreich, bis dato auch er einmal gestürzt. Und hier haben wir Thomas Heldobler in der Startaufstellung auf Position 26, 1,54,380. Den Rückstand sagt man einfach mal nicht, aber es ging bei ihm zumindest alles sturzfrei ab und damit war einer der wenigen und das ist auch schon mal an diesem Wochenende eine Riesenleistung gewesen. Also er war zumindest nicht für weiteren Schrott verantwortlich. So, jetzt schauen wir rein in dieses Rennen, in dieses Regenrennen, über 20 Runden. Wir schauen, wer kommt am besten weg. Also vorne links Jesko Günther hatten wir da gesehen, Dominik Wieso kam nicht schlecht weg, auch Tatu Lausleto nicht und Jos Van der A und dahinter haben wir eine SKM Yamaha. Also das ist so die Reihenfolge hier nach der ersten Kurve. Also Jesko Günther führt vor David Linordner. Die beiden, die ja auch in der Startaufstellung ganz, ganz vorne gestartet waren, die kamen hier am besten weg. Und Sie sehen schon, schwierige Bedingungen waren es allemal. Insgesamt 28 Fahrer und Fahrerinnen am Start, denn auch ja, eine Dame mit dabei, ganz hinten, Sarah Heide, hatten wir gesehen. Aber auch sie mit Trainingssturz. Also, es war wirklich einfach kein Vergnügen, an diesem Samstag in Oschersleben zu sein. Tatu Lausleto auf der 3. Dann haben wir auch noch Leon Bouvet mit dabei, mit der 22. Auch er ist ein richtig starkes Wochenende gefahren. Zumindest im Rennen, im Training auf Startposition 11. Und wir werden sehen, der hat hier am Wochenende fleißig Punkte gesammelt. So, nach einer Runde von insgesamt 20 haben wir also Jesko Günther vorne vor David Linordner. Dahinter dann Tatu Lausleto und wir haben Leon Bouvet auf der 4. Position. Dann Roman Stamm, Jos van der A und dann Jaroslav Černý vor Dominik Wieso und Gabriel Leuger. Also Jaroslav Černý mit einem guten Start, das war ja noch das Manko am Lausitzring gewesen, hat gesagt, ja, in beiden Rennen habe ich es einfach beim Start nicht richtig hinbekommen. Daniel Sutter übrigens, der Gesamtführende der IDM Supersport nach einem Rennwochenende, er musste sich auch mit einem richtig schlechten Startplatz zufrieden geben. Nur Platz 21 mit 5,064 Sekunden Rückstand und das war natürlich auch diesem Regentraining geschuldet, hat da nichts riskiert und er weiß, dass er natürlich im Trockenen nach vorne fahren kann. Wie es im Regen aussieht, das werden wir hier im Laufe dieses ersten Rennens sehen, denn ja, da war es ja nur richtig pitsche, patsche, nass. Thomas Heldobler, er hat hier wirklich ein gutes Wochenende bis dahin gehabt, auch wenn die Startposition natürlich nicht unbedingt optimal war, aber er ist sturzfrei durchgekommen, er hatte eigentlich sozusagen keine Probleme und hat sich von Runde zu Runde wohler gefühlt auf dem Motorrad und das zeigte sich dann also auch in seiner Leistung und sollte am Ende dieses Wochenendes durchaus zufrieden nach Hause fahren. So, Dominik Wieso vorbei an Jaroslav Černý, dahinter Gabriel Leuger auf der nächsten SKM Yamaha. Hier haben wir Jaroslav Černý groß im Bild. Dann Daniel Sutter schon vor Kevin Wahier, da haben wir Thomas Walter, Daniel Puffe, Jan Bühn, Florian Bauer und Patrick Wieso mit der Startnummer 11 und Thomas Heldobler ja, etwas weiter hinten im Feld, aber man weiß ja nicht, für was es gut ist, wenn man hier einfach mal sitzen bleibt auf dem Motorrad. Hauptsache durchfahren und dann kann man sicherlich hier auch weiter nach vorne gespült werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es sollte im Laufe dieses ersten Rennens hier am Wochenende viele, viele Ausfälle geben. Randy Harmuth hatten wir hier vor, Thomas Walter auf der nächsten Suzuki. Und die Suzukis, da muss man sagen, im Regen absolut konkurrenzfähig. Das war ja so ein bisschen das große Manko. Man hat gesagt, naja, am Freitag war alles nicht unbedingt ganz so schön im Trocknen bei herrlichen Bedingungen. Aber Jesko Günther hat gezeigt, im Regen funktioniert das alles richtig gut. Also das Zusammenspiel zwischen Fahrer und Motorrad
wird da um einiges leichter, wenn es draußen nass ist. Hier haben wir Leon Bouvet mit der Startnummer 22. Er aus den Niederlanden auf einer Yamaha unterwegs. Und hier haben wir Jaroslav Czerny, der es ja in gewisser Weise ruhig angehen ließ hier in diesem Rennen. Nicht unbedingt allzu viel Risiko einging, aber trotzdem auf einer guten Position hier bisher unterwegs war. Gabriel Leuger, Daniel Sutter dahinter, hinter ihm. Und bei Jaroslav Czerny muss man sagen, er ist im ersten Zeittraining gleich gestürzt, gleich am Anfang in der dritten Runde. Ja, das Motorrad leicht beschädigt, also Verkleidung war da kaputt, Fußraste, der Lenker ein bisschen demoliert, aber ansonsten ist da nicht viel passiert. Dann ist er allerdings im zweiten Zeittraining nochmal runtergefallen, fast in der gleichen Kurve, also er kam eine Kurve weiter und da wurde das Motorrad schon etwas arger ramponiert und er hat sich dabei auch ein bisschen wehgetan. Also hat Probleme mit dem Fuß gehabt, mit dem Bein gehabt, dann hat er früh über ja, leichte Schmerzen in der Schulter und im Arm geklagt. Das ist dann zum Sonntag hin nochmal etwas schwieriger geworden. Also er musste sich an diesem Wochenende auch richtig durchkämpfen. Hat das allerdings, das werden wir dann am Ende des Videos auch feststellen, hat das mit Bravour getan und hat ja auch Punkte gut gemacht. Zumindest auf Daniel Sutter, der ebenfalls ein richtig, richtig schwieriges Wochenende hatte und nicht unbedingt ja, die Leistung zeigen konnte, die er sich erhofft hatte und die eigentlich auch fast jeder so ein bisschen erwartet hatte an diesem Wochenende. Also man musste ja nach dem Lausitzring schon fast ein bisschen Angst haben, dass nach dem Rennen in Oschersleben die Meisterschaft so gut wie entschieden ist. Denn Oschersleben war ja in den vergangenen Jahren immer ein gutes Pflaster gewesen für Daniel Sutter und die souveräne Vorstellung am Lausitzring, die hat eben auch Mut gemacht für den Schweizer, dass das eine durchaus erfolgreiche Saison werden kann. Thomas Heldhobler, mittlerweile so ein bisschen ein einsames Rennen fährt er, vorne an der Spitze, auch bei Jesko Günther, der hier gleich Sarah Heide überrunden wird. Ja, auch für ihn sah das im Moment alles problemlos aus. David Linnordner, dahinter auf 2, dann haben wir immer noch Tatu Lausleto aus Finnland, der sich natürlich mit kalten Bedingungen scheinbar gut auskennt, wenn er aus Finnland kommt. Hier haben wir Roman Stamm, dahinter auf der 5. Position. Jos van der Aa auf Position 6, Jaroslav Czerny auf der 7, Gabriel Leuger auf der 8, Daniel Sutter auf der 9. Das sind hier die Positionen, die wir bisher hier gesehen haben. Also wie gesagt, Position 7 für Jaroslav Czerny, der natürlich auch die Gesamtwertung der IDM Supersport in diesem Jahr im Blick hat. Und dass er das kann, wenn er noch ein paar weniger Fehler macht als am Lausitzring, das haben wir ja da gesehen. Also jeder, der das Video gesehen hat, jeder, der an der Strecke war, jeder, der das alles so ein bisschen verfolgt, der weiß, da ist durchaus was drin für den Jaroslav Czerny und dass die Konkurrenz dann eben auch immer mal ein Problem bekommt, das haben wir hier am Wochenende gesehen. Und man weiß ja nie, was passiert, gerade in dieser IDM Supersport, die so hart und eng umkämpft ist. Da ist durchaus überall was drin. Der Vorsprung von Jesko Günther wurde immer größer und Tatu Lausleto machte langsam aber sicher auch Druck auf David Linnordner. Also einen Fehler durfte der nicht machen. Leon Bouvet musste dann auch schon so langsam aber sicher leicht abreißen lassen. Also die Lücke wurde auch immer etwas größer. Und hinten, Jos van der Aa bekommt Druck von Jaroslav Czerny. Also Jaroslav Czerny weiterhin auf dem Vormarsch. Fand so langsam aber sicher sein Tempo. Natürlich nach zwei Stürzen im Regentraining, da muss man auch erstmal wieder das Gefühl dafür bekommen, das Vertrauen in die Strecke, in die Reifen, ins Motorrad und in sich selbst erstmal wieder bekommen. Aber das funktionierte hier im Laufe des Rennens immer besser. Wie gesagt, es war nicht nur nass, es war auch richtig kalt. Also es war einfach komplett ungemütlich. Und man dachte eigentlich dann früh nach dem ersten Zeittraining schon beim Vector Racing Team, wären wir nur lieber im Bett geblieben. Noch ein Wort zu Konstantin Pisarev. Der ist am Freitag im freien Training gestürzt. Das Motorrad war beschädigt, das wurde wieder aufgebaut und am Samstag im ersten Zeittraining wieder gestürzt. Und da war der Schaden dann etwas größer und da hat man sich dann letzten Endes eben drauf geeinigt, erstmal hier am Wochenende nicht mehr zu fahren. Und dann im Laufe des Wochenendes wurde also auch die Entscheidung gefällt, dass bis zum Nürburgring
sein Motorrad an einen anderen Fahrer vergeben wird. Also da einfach dann in den nächsten Tagen und Wochen auf der Homepage vom Vector Racing Team www.vector-racing.de mal vorbeischauen oder bei Facebook. Da bekommt man ja auch über das Wochenende immer die neuesten Infos, neuesten Bilder, alle News rund um das Team, um die Fahrer geliefert. Also einfach dort mal reinschauen, wen es interessiert. Denn bis dato gibt es da noch keine Entscheidung zu vermelden. So, Jaroslav Czerny hinter Jos van der A. Wir sehen es, kommt da besser raus, aber natürlich allzu viel Risiko möchte man bei diesen Bedingungen auch nicht eingehen. Aber man sieht schon, er kam da deutlich näher und konnte langsam aber sicher Druck machen. So, hier haben wir Thomas Heldobler, der dort verfolgt wird von Florian Bauer, der ebenfalls einen richtig heftigen Sturz hatte am Wochenende. Also da war von der Yamaha eigentlich nur noch Schrottwert übrig, so möchte ich das mal sagen. Also da war vorne nichts mehr, hinten auch nicht mehr allzu viel und von daher, das war eigentlich ein Totalschaden. Also auch er hatte dort ja richtig heftig zu kämpfen am Wochenende. Und jetzt Jaroslav Czerny an Jos van der A vorbei und auch Gabriel Leuger und Randy Harmuth versuchen da gleich mal noch Profit davon zu schlagen und eventuell den Niederländer gleich mit zu kassieren bzw. erstmal unter Druck zu setzen. Hier haben wir Daniel Sutter vor Thomas Walter auf der Suzuki. Die beiden verstehen sich ja auch richtig gut. Klar, jetzt wird es wohl keine Freundschaft geben zwischen den beiden, denn es geht natürlich hier um Punkte und bei ihm hat sich der Traum von Punkten wohl erledigt von Randy Harmuth. Stürzt hier in dieser Rechtskurve, weggerutscht, versucht da das Motorrad wieder aufzurichten. Das ist natürlich auch bei diesem Kiesbett und bei diesen Bedingungen nicht unbedingt das Einfachste. Der Streckenposten guckt erstmal, das Motorrad geht noch und läuft auch noch. Und deshalb konnte er zumindest vorerst mal wieder auf die Strecke fahren. Randy Harmuth, hier sehen wir es nochmal, einfach mal weggerutscht. Also wie gesagt, für ihn ging es erstmal weiter, aber nicht lang, denn er ist dann letzten Endes doch in die Box gefahren und hat das Rennen aufgeben müssen. So, jetzt schauen wir mal, wer denn alles schon ausgefallen ist. Dominik Schmitter mit der 99 in der zweiten Runde. Kevin Boos, der ein deutlich besseres Wochenende hatte, zumindest was das Training anging, als am Eurospeedway Lausitz. Da war er ja so ein bisschen die Enttäuschung. Dann Dominik Wieso mit der 48, ebenfalls raus, war ja am Anfang noch in dieser Gruppe mit Jaroslav Czerny drin. Dann Christian von Gunten auf der Kawasaki Schnock Team Shell Advance mit der 23, ebenfalls raus in Runde 6. Dann haben wir Alex Phillis, ebenfalls vom Kawasaki Schnock Team Shell Advance, also der Teamkollege von Jesko Günther, von Daniel Sutter, Entschuldigung. Er also auch noch raus. Randy Harmuth haben wir gerade gesehen. Und dann sollte auch noch Daniel Puffe mit dazukommen. Er gestürzt im Rennen. Dann ist er erstmal weitergefahren und dann musste er das Rennen letzten Endes doch aufgeben. So, Thomas Heldobler wird gleich vom amtierenden deutschen Meister von Jesko Günther, der ja mit dem Vector Racing Team im letzten Jahr den Meistertitel geholt hat, überrundet. Aber trotzdem, Thomas Heldobler, im Vergleich zur Startposition hat er da einiges gut gemacht, hat natürlich auch von den vielen, vielen Ausfällen profitiert, aber auch er zeigt das, was man von Thomas Heldobler eigentlich kennt, dass er eigentlich nicht runterfällt. Also am Eurospeedway Lausitz, da war sowieso eigentlich alles Mist und dann gab es eben auch noch im Samstagsrennen diesen Sturz. Aber er findet auch so langsam aber sicher Gefallen an der IDM. Er findet langsam aber sicher Gefallen an diesem Motorrad. Und man muss auch noch dazu sagen, für ihn ist es das erste Mal hier gewesen, dass er überhaupt im Regen auf einer Yamaha R6 unterwegs ist. Zumindest auf diesem Motorrad, vorher noch nie im Regen gefahren. Also von daher hat er das schon ganz ordentlich gemacht. Vorne an der Spitze hat sich nichts getan. Florian Bauer in der Zwischenzeit also vorbei an Thomas Heldobler. Und Leon Bouvet wird ihn dann jetzt hier auch gleich überrunden. So, ein Ausfall wird noch kommen, den werden wir auch im Bild haben. Und das wird jetzt in wenigen Augenblicken dann soweit sein. Und dann haben wir letzten Endes nur noch 20, die ins Ziel kommen werden. Und von daher sieht es gar nicht ganz so schlecht aus für Thomas Heldobler, vielleicht doch noch irgendwie Punkte zu erben. Jaroslav Czerny
Gabriel Leuger, Daniel Sutter, dann haben wir Van der Aa und Thomas Walter. Also diese Gruppe, die war auch durchaus sehr, sehr sehenswert. Da wurde sich nichts geschenkt und insgesamt war das Rennen nicht unbedingt eines der langweiligsten. Allein schon durch die Bedingungen wurde es ja hier in jeder Kurve irgendwie ein bisschen spannend. So, und jetzt schauen wir mal hier auf diese Gruppe. Czerny und dahinter Gabriel Leuger. Also, Leuger versucht jetzt schon Druck zu machen, aber das ist halt bei diesen Bedingungen nicht ganz einfach. Vorne Jesko Günther, da wird nichts anbrennen, also er fuhr dieses Rennen souverän nach Hause, hatte allerdings, das muss man auch sagen, dann sicherlich nicht unbedingt, war nicht unbedingt unzufrieden damit, dass noch das passierte, was in diesem Rennen ja eben am Ende passierte, nämlich dass es abgebrochen wurde. Also es war dann doch ein bisschen früher zu Ende als gedacht, aber ich glaube, es hat absolut keinen einzigen Fahrer gestört, außer natürlich denjenigen, der für den Abbruch dann letzten Endes verantwortlich war. Aber ansonsten dürfte es niemand gestört haben. So, hier haben wir wieder das Duell. Czerny gegen Gabriel Leuger, der auch wieder einen Riesensprung nach vorne gemacht hat. War ja schon in der zweiten Saisonhälfte 2011 deutlich stärker geworden. Damals noch auf der Suzuki vom Team Suzuki Meyer. Und jetzt auf der SKM Yamaha zeigt er zumindest an den ersten beiden Wochenenden auch konstant gute Leistungen und kann da durchaus zufrieden sein und mit der Spitze mitfahren. Hier allerdings kleiner Fehler, verschafft Jaroslav Czerny erstmal wieder ein bisschen Luft. Daniel Sutter direkt dahinter am Hinterrad und auch Thomas Walter, der guckt sich das Ganze erstmal ein bisschen an. Und Jos van der Aa fällt jetzt so leicht zurück in dieser Gruppe. Angriff von Daniel Sutter. Nee, steckt da zurück. Also man muss es ja nicht übertreiben. Und dann hier dieser Sturz von Gabriel Leuger. Also er hat versucht, da wirklich Druck zu machen auf Jaroslav Czerny. Und letzten Endes gleiche Kurve wie bei Randy Harmuth vorhin. Er lässt gleich ganz liegen. Guckt nochmal kurz, ist da noch was zu retten? Nee, kein Bock mehr. Also, ja. Das ist halt das Tückische bei diesen Bedingungen, bei diesen nasskalten Bedingungen. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, also wenn wir hier mal 10 Grad hatten am gesamten Tag, irgendwann mal in der Spitze, dann war das schon durchaus viel. Und von daher, ja, kann man eigentlich auch keinen einen Vorwurf machen, der das Motorrad weggeschmissen hat. Und die Fahrer ärgern sich ja da am meisten drüber. So, hier haben wir Jaroslav Czerny und wir sehen schon, da wird Gas rausgenommen, genauso bei Thomas Walter und oben haben wir das rote Licht. Das heißt, das Rennen ist abgebrochen und damit wird der Stand nach 16 Runden gewertet und ich glaube, es war einfach jeder heilfroh, dass das ganze Rennen vorbei ist. Jan Bühn haben wir hier im Bild, er wird am Ende 12. Auch nicht unbedingt das, was er sich vorgenommen hat, aber zumindest Punkte. Und es gab ein paar Punkte. Ergebnis Jesko Günther also am Ende vor, David Lehnordner und Tatu Lausleto. Glückwunsch an Jesko Günther zum ersten Sieg auf Suzuki, Leon Bouvet auf der 4, Roman Stamm, Jaroslav Czerny auf einer guten 6. Position, Thomas Walter Sutter nur auf 8. Dann haben wir von der A und hier haben wir nochmal das Ergebnis. Jesko Günther also am Ende vor, David Lehnordner und Tatu Lausleto. Glückwunsch an Jesko Günther zum ersten Sieg auf Suzuki, Leon Bouvet auf der 4, Roman Stamm, Jaroslav Czerny auf einer guten 6. Position, Thomas Walter Sutter nur auf 8. Dann haben wir von der A. Wieso? Und wir schauen direkt rein ins zweite Rennen und Sie sehen schon, es ist trocken und deutlich angenehmer, deutlich schöner als noch am Samstag. Jaroslav Czerny, also wieder die 12. Startposition für ihn und wir erinnern uns einfach mal dran, was ich vorhin über Daniel Sutter gesagt hatte, Startplatz 21, das wird jetzt nämlich ganz, ganz entscheidend noch werden, wenn wir den Start verfolgen. Also Jaroslav Czerny mit leichten körperlichen Problemen zu kämpfen hier am Wochenende, Thomas Heldobler, er freute sich natürlich, dass es trocken war und hatte sich auch eine Menge vorgenommen hier fürs zweite Rennen und sollte das auch umsetzen können. Also für ihn wird es ein erfolgreiches Rennen werden. Wie es bei Jaroslav Czerny läuft, das werden wir jetzt sehen. Die Minen trotzdem insgesamt nicht unbedingt die allerbesten. Dafür war das Wochenende einfach ja bisher zu chaotisch. So, jetzt schauen wir auf den Start. Und hinten kann man Daniel Sutter, naja, wenn man es weiß, irgendwie so halbwegs erkennen. Aber was der für einen Start hinlegt,
Das ist einfach sensationell. Wir warten einfach mal die erste Runde ab. So, vorne haben wir eine SKM Yamaha. Ganz, ganz vorne vor Daniel, vor Jesko Günther und Daniel Sutter. Schauen Sie mal, der ist schon auf 2, 4, 6, auf 6 vorgeschlossen. Also von 21 auf 6, Jan Bühn. Für ihn ging es dagegen richtig weit nach hinten. Und wir schauen mal auf Jaroslav Czerny. Naja, gut, er dürfte auch eine, ja, vielleicht eine Position gut gemacht haben, wenn wir das hier so grob überblicken. Also, vorne, Kevin war auf der 2. Dann haben wir Daniel Sutter schon auf der 3, Tatu Losleto auf Rang 4. Und hier haben wir Jaroslav Czerny gegen Gabriel Leuger vor Thomas Walter. Und den ersten Ausfall haben wir auch schon zu beklagen. Das ist nämlich Roman Stamm. Der kam nämlich überhaupt nicht weg. Da ist das Schaltgestänge gebrochen, beziehungsweise, ja, da ist halt was kaputt gegangen und deshalb war das Rennen für ihn schon gelaufen, bevor es richtig angefangen hat. So, ganz, ganz vorne, David Lehnordner vor Daniel Sutter, der, ich sag's nochmal, von 21 auf 2 innerhalb von einer Runde vorgefahren ist. Dann haben wir Kevin Barthard, Douglas Leto, Randy Harmuth, Jesko Günther, dann Dominik Wieso dahinter gehabt und hier Thomas Helldobler vor Sarah Heide. Und davor ist dann Daniel Puffe, der ebenfalls ein schwieriges Wochenende hatte, also im Training gestürzt, dann im ersten Rennen gestürzt und auch dieses zweite Rennen sollte leider, leider für ihn nicht unbedingt glücklich enden. Vorne an der Spitze entwickelte sich jetzt gleich ein Zweikampf, dann haben wir eben Randy Harmuth, Jesko Günther und in dieser Gruppe eben auch Jaroslav Czerny mit dabei und wir sehen schon, Thomas Helldobler ist da deutlich näher dran als wir das bisher in dieser Saison von ihm gesehen haben. Aber das ist natürlich schön zu sehen, das freut mich und eigentlich alle für ihn selbst und natürlich auch für das Team. Und wir haben gesehen, Daniel Sutter hat mittlerweile die Führung übernommen. Jesko Günther bekommt Druck von Leon Bouvet und auch von Dominik Wieso. Und hier haben wir Jaroslav Czerny hinter Gabriel Leuger vor Thomas Walter. Und Jaroslav Czerny, wie gesagt, am Sonntag waren die Schmerzen noch ein bisschen größer. Und das sollte natürlich hier auch im Rennen dann sich nochmal verschlechtern. Allein durch die Tatsache, dass es trocken ist. Also wenn man sowieso schon ein bisschen angeschlagen ist, dann fällt es im Regen häufig deutlich leichter, weil es nicht ganz so kräfteraubend ist. Und wenn du ständig nur in Positionskämpfe verwickelt bist, dann ist das eben auch nochmal kräfteraubend. Daniel Puffe auf der Yamaha mit der Startnummer 7. Also auch er fuhr in dieser Gruppe gut mit, hat gesagt, ich hatte ein gutes Gefühl, denn ich konnte hier problemlos in dieser Gruppe mitfahren. Ja, aber dann sollte später auch noch was kaputt gehen. Werden wir auch noch sehen. Jan Bühn da hinten hart am Kämpfen. Sarah Heide vor Thomas Helldobler. Aber schön zu sehen, dass in diesem Rennen der Thomas da gut mitfahren kann. Zumindest in dem Bereich, wo er erstmal hin muss. Also von mehr wollen wir da gar nicht reden. Will er auch nicht reden. Aber wichtig für ihn natürlich zu sehen, dass es Schritt für Schritt nach vorne geht. Und diese Schritte sehen wir also hier doch recht deutlich. Tatu Losleto auf der 3, dann haben wir Kevin Wahr, Randy Harmuth. So, und dann schauen wir hinten durch. Günther, Bouvet, Leuger. Czerny hat da verloren an von Gunten. Wieso? Zwei Positionen verloren. Aber diese große Gruppe ist so dicht und eng beieinander, dass man da wirklich noch nicht davon sprechen kann, dass irgendeiner raus ist. Aber natürlich der Zug nach ganz, ganz vorne, der war jetzt leider dann schon abgefahren. Aber jetzt heißt es erstmal in dieser Gruppe durchsetzen. Und dass er das kann, hat er ja schon am Eurospeedway Lausitz gezeigt, der Jaroslav Czerny. Denn da hat er sich ja auch in dieser großen Gruppe damit den SKM Yamahas oder auch mit Jesko Günther am Ende, am Sonntag zumindest durchgesetzt. Am Samstag zog er ja noch den Kürzeren. Vorne an der Spitze, Zweikampf zwischen Lehnordner und Jesko Günther, wollte ich schon fast wieder sagen, aber ich meinte natürlich Daniel Sutter. Also, alles ein bisschen schwierig, das Wochenende hat Spuren hinterlassen. Jaroslav Czerny setzt sich da schon mal durch, dann wird es allerdings in der Kurvenausfahrt eng und was er da gezeigt hat, ich kann es Ihnen nicht sagen. Also da war er sicherlich nicht unbedingt ganz zufrieden mit irgendeiner Aktion. So würde ich das Ganze mal deuten, aber er hat sich zumindest dort wieder durchgesetzt und ist jetzt erster Verfolger von Jesko Günther. Das ist natürlich auch immer ein kleines Prestigeduell. Er fährt auf dem Motorrad, mit dem Jesko Günther im letzten Jahr Meister geworden ist. Und hier haben wir den Ausfall
von Daniel Puffe. Also bei ihm Kurbelwelle kaputt und deshalb auch der Ausfall im zweiten Rennen. Und er hat im Nachhinein gesagt, einfach nur ein Wochenende zum Vergessen. So, Sutter, Lynn Ortner, Tadej Laszlo, die ersten drei dicht beieinander. Dann Randy Harmut dahinter und auch Kevin Waar. Dann haben wir Bouvet. Und hinten dann hier die nächste Gruppe. Angriff Jaroslav Černý gegen Gabriel Leuger. Da wird es auch wieder beim Rausfahren eng, aber er setzt sich durch und hat damit wieder eine Position gewonnen. Und schauen Sie mal auf Jesko Günther, der fällt immer weiter zurück. Und das sollte dann im Laufe des Rennens sogar noch richtig bös werden für ihn. Also da lief eigentlich überhaupt nichts in diesem zweiten Rennen. Und Thomas Helldobler, er fand hier wieder eine Gruppe, mit der er schön mitfahren konnte, mit Patrick Wieso beispielsweise. So, Angriff, naja, so ein halber Angriff war es. Aber schön zu sehen, die ersten drei setzen sich da ein bisschen ab. Aber untereinander bleibt es richtig spannend. Also ein Fehler durfte hier niemand machen in dieser Phase des Rennens. So, Bouvet schließt auch wieder ein bisschen auf Richtung Kevin Waar. Und hier schauen wir auf diese Gruppe. Dominik Schmitter ist das, da direkt vor Jaroslav Černý. Also Dominik Schmitter, der ja im ersten Rennen auch ausgefallen war. Wir hatten es vorhin gesagt gehabt, er konnte hier richtig gut mitfahren. Und diese Gruppe hier, insgesamt fünf Fahrer, unter anderem Marc Moser mit dabei, Sarah Heide mit dabei, Patrick Wieso dabei und das müsste auch noch Florian Bauer sein, der da mit dabei ist, neben Thomas Helldobler. Also diese Gruppe war auch durchaus interessant und wir schauen mal drauf, wer zum jetzigen Zeitpunkt schon raus ist. Also Roman Stamm hatten wir ja gesehen, Jos van der Aa ebenfalls raus in Runde 5, während vorne Lynn Ortner Druck macht auf Daniel Sutter. So, Daniel Puffe raus, Felix Bauer, er sollte letzten Endes auch ausfallen. Vom Honda Team Moto Bauer auf einer Honda CBR 600. Und vorne Jaroslav Černý, trotz gesundheitlichen Problemen macht er dort ordentlich Druck auf Dominik Schmitter. Also er ist ein Fighter, er kann richtig beißen und kämpfen und ihn nervt es am meisten, wenn es nicht richtig funktioniert. Aber ja, man muss letzten Endes sagen, er hat aus diesem Wochenende das absolute Maximum herausgeholt. Mehr war, glaube ich, nicht drin. Jesko Günther, der Sieger vom Samstag mit Problemen. Und hier haben wir Thomas Walter auf langsamer Fahrt bei ihm. Man mag es nicht glauben, auch da Probleme mit dem Schaltgestänge. Auch da ist was gebrochen und kaputt gegangen. Und er hatte allerdings Glück. Wir haben es schon gesehen, oben die rote Lampe hat wieder geleuchtet. Und auch Thomas Helldobler nimmt jetzt Fahrt raus. Hat auch gesehen, aha, das Rennen ist abgebrochen. Also Glück für Thomas Walter, der konnte nämlich sich irgendwie in die Box retten und weiterfahren. So, jetzt schauen wir erstmal auf den Restart und dann klären wir das auf, was passiert ist. Daniel Sutter wieder mit dem besten Start, aber wir sehen schon, das Feld deutlich zusammengeschrumpft. Und schauen Sie mal, Jesko Günther hinter Thomas Helldobler hier direkt nach dem Start. Vorne haben wir das gleiche Bild, nur ein bisschen andere Reihenfolge. Und so richtig auf die Positionen brauchen wir jetzt im Moment gar nicht mehr eingehen. Wir schauen uns das jetzt relativ, ja, emotionsfrei an, zumindest was die direkten Positionen angeht, denn die beiden Rennen an sich, die beiden Teile des Rennens, die wurden letzten Endes addiert und von daher lässt sich das im Moment auch schwer anhand des Bildes zeigen, wer auf welcher Position liegt. Wir haben gesehen, Jaroslav Černý hatte jetzt nicht unbedingt einen richtig guten Start in diesem zweiten Teil des Rennens, über insgesamt noch 8 Runden, fiel hier hinter Sarah Heide zurück. Jetzt allerdings hat sich das Ganze auch wieder erledigt, hat sich da also gleich mal, ja, vorbeigeschoben nach diesem kleinen Fehler von Sarah Heide. Und plötzlich, eine Runde später, fehlte eine grüne Kawasaki und es führte Kevin Waar vor Bouvet und Tatu Lausleto. Und hier haben wir dann Jaroslav Černý hinter Kevin Boos. Also, Daniel Sutter, für ihn der Ausfall im zweiten Rennen und damit 0 Punkte. Und das ist natürlich ein herber Schlag für ihn im Kampf um die Meisterkrone in der IDM Supersport. Tatu Lausleto hat sich dann wieder um eine Position schon nach vorne gekämpft. Und er sollte jetzt ja der große Nutznießer sein. Also, Daniel Sutter ausgefallen. Und Tatu Lausleto, der hat ja durch das erfolgreiche Wochenende am Eurospeedway Lausitz fleißig Punkte gesammelt und kann sich jetzt hier sogar Hoffnung auf die Gesamtführung machen, denn er übernahm die Führung
vor Kevin Waar und Leon Bouvet. Dann Schmitter. Also wie gesagt, alles unter Vorbehalt, denn die Zeiten wurden addiert. Aber zumindest renntechnisch sah das jetzt im Moment richtig, richtig gut aus. Auch für Thomas Helldobler. Denn allzu viele waren jetzt nicht mehr mit dabei. Denn der Abbruch, der erfolgte ja nach einer Ölspur auf der Strecke. Die musste erstmal wieder entfernt werden. Und genau auf dieser Ölspur ist letzten Endes auch Randy Harmut abgeflogen. Und eben auch Daniel Sutter. Alle anderen kamen relativ glimpflich da durch. Marc Moser raus, Jan Bühn raus, Randy Harmut raus. Dann haben wir ebenfalls noch raus David Linn-Ordner. Also auch das natürlich günstig für die Sichtweise von Jaroslav Czerny und vom Vector Racing Team. Denn man will da ja, ich habe es ja schon gesagt, auf jeden Fall ein Wörtchen um den Meistertitel mitsprechen. Daniel Sutter jetzt also auch raus und Christoph Kasberger sollte letzten Endes auch noch ausfallen kurz vor dem Ende. Gabriel Leuger vor Jaroslav Czerny, dann Kevin Boos und Thomas Walter. Das ist die Reihenfolge hier zumindest im Bild. Wie gesagt, ich wiederhole mich da nochmal, die Reihenfolge, die richtige Reihenfolge ist da ein bisschen anders. Und Thomas Helldobler, ja, der machte jetzt so langsam aber sicher richtig Druck hier in dieser Phase des Rennens auf Jesko Günther, auf den amtierenden Meister. Bei Jesko Günther, er hat gemeint, ja, wir hatten am Samstag halt ein Regensetup, das hat wunderbar funktioniert, haben gedacht, wir können Teile des Setups einfach ins Trockene mit übernehmen und kommen dann am Samstag ähnlich gut zurecht. Es hat absolut nicht funktioniert. Also, das sehen wir ja auch im Bild. Jaroslav Czerny jetzt an der Spitze dieser Gruppe und es heißt für ihn letzten Endes jetzt erstmal durchfahren, denn er hat natürlich da auch Probleme, sich da richtig zurechtzufinden, wo er denn wirklich gerade steht. Und Thomas Helldobler kam immer näher ran an Jesko Günther. Jesko Günther fiel immer weiter zurück. Und letzten Endes sollte bester Suzuki-Fahrer werden, Thomas Walter, am Ende dieses Rennens, der eben auch Glück hatte, dass der Abbruch genau da kam, als bei ihm was kaputt gegangen ist. Hat es in die Box geschafft, innerhalb von 5 Minuten, konnte dann also das Ganze auch noch repariert werden und so kam er auf Position 9. Das Rennen gewann allerdings Tatu Lausleto vor Kevin Waar und Leon Bouvet. Glückwunsch an die drei und Glückwunsch an Tatu Lausleto zur Gesamtführung in der IDM Supersport. Und Jaroslav Czerny, sehen wir 15 hier, er schützt gut gekämpft, hat am Wochenende ja keine Fehler gemacht und letzten Endes diesen Punkt absolut verdient geholt. Hier haben wir es nochmal in der Übersicht, Dominik Schmitter auf der 4, Wieso von Gunten, dann Czerny, Leuger, Thomas Walter, Boos, Jesko Günther vor Sarah Heide. Glückwunsch auch an Sarah, die hier ebenfalls Punkte holt mit den Arm. Der schau noch auf den, da hatte er dann, da haben wir jetzt also tatmächtig Probleme gehabt. Ein guter 7. Platz hat also wie gesagt das Maximum, was irgendwie ging an diesem Wochenende, an diesem ja eigentlich Katastrophenwochenende rausgeholt. Die Plätze 6 und 7 ist richtig stark und Riesenglückwunsch auch an Thomas Helldobler, der seinen ersten IDM Supersport Punkt holt mit Position 15.